Ja, was soll ich sagen? Ich sag die ganze Zeit, das ist scheiße. Ja, ja, wir haben Juli, die Tour de France steht vor der Tür. Nicht nur für uns Rennradfahrer hier, ein riesen Highlight bei BC. Im Prinzip sind wir alle total begeistert, was die nächsten 3 Wochen passiert. Laura und ich sind die ersten 3 Tage live vor Ort in Brüssel beim Grand Départ und lassen uns ja nicht nehmen, die erste Etappe einfach mal selber unter die Räder zu nehmen. Und ich glaube, du bist schon ganz aufgeregt, oder? Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ich die 195 Kilometer sind es etwa bewältigen werde. Ich glaube, für dich ist es auch die längste Etappe. Ja, über 150 habe ich bisher nicht in den Beinen gehabt. Also ich habe ein bisschen Angst. Was erwartet uns denn auf der Strecke? Ja, das Besondere dieses Jahr an der ersten Etappe ist, wir haben kein kleines Zeitfahren, wie es sonst üblich ist, sondern wir haben eine ganz normale Etappe. Nach knapp 48 Kilometern einige der berühmtesten Anstiege der Flandern-Rundfahrt auf Kopfsteinpflaster. Die Mauer von Gerardsbergen, der Bossberg, diverse kleinere Abschnitte mit Kopfsteinpflaster, enge verwinkelte Straßen. Ich denke, für uns wird es kein Problem werden. Ich würde sagen, los geht's. Okay. Ja, guten Morgen aus Brüssel. Wir stehen hier auf dem großen Markt in Brüssel, wo morgen die erste Tour de France-Etappe startet. Ich bin aufgeregt. Du? Ja, ich auch. Es ist auf jeden Fall sehr früh noch, gerade erst gefrühstückt, aber... Ja, wir sind jetzt gerade knapp 45 Kilometer in der Etappe drin. Wir fahren jetzt quasi zum Highlight des Tages, der Mauer von Gerardsbergen. Ganz berühmter Kopfsteinpflasteranstieg aus der Flandern-Rundfahrt. Ich habe auf jeden Fall Bock und schon Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ja, mal schauen, wie es dir gehen wird, Laura. Erstmal auf Kopfsteinpflaster. Da lacht sie nur. Schön locker machen. Ja, Wetter ist schön, ne? Aber so richtig aus dem Quark kommen wir nicht. Wir haben jetzt nach gut 3 Stunden gefühlt 55 Kilometer auf der Uhr. Bummeltempo, die Hälfte kann keine Gruppe fahren. Und, Robin, ist mal ein Riegel. Ja, ja. Immer wenn du hungrig bist, wirst du zur Diva. Wir haben jetzt 102 Kilometer auf der Uhr. Jetzt geht es nochmal auf ein paar Kopfsteinpflasterabschnitte und mir geht es eigentlich gut. Das Tempo ist auch wieder gut. Also ich bin glücklich. Wir sind mittlerweile flott unterwegs und ich glaube, wir kommen pünktlich in Brüssel an, um noch eine geöffnete Eisdiele zu finden. Ja, wir haben noch 50 Kilometer jetzt. Ich hab Bock, aber ich bin froh, wenn es vorbei ist. Es ist ein langer Tag, ist super warm, die Strecke ist schön, hat wesentlich mehr Höhenmeter als gedacht, aber ja, so ist das halt bei der Tour de France. Ist halt hart. Ich merke jetzt meine Waden und bin dann doch froh, wenn es vorbei ist. Noch geht es, jetzt heißt es durchhalten. Ja, da sitzen wir jetzt, wo wir heute Morgen gestartet sind, mitten in Brüssel. Wir sind jetzt ziemlich ermattet und erschöpft. Wir haben uns gerade eben schon mit einer Pommes gestärkt und jetzt geht es uns schon wieder viel besser. Mich hat super gestresst, durch die Stadt zu fahren mit den ganzen Ampeln. Es hat teilweise super lang gedauert, bis wir Kilometer gemacht haben, was mich irgendwo dann auch ein bisschen immer fuchsig macht zwischendurch. Aber super tolle Runde, also schönes Erlebnis, einmal eine ganze Tour-Etappe so komplett am Stück zu fahren. Ja, und dann halt einfach diese schöne Landschaft. Mauer von Gerardsbergen, super klasse. Für mich als Radsport-Freak immer ein Highlight. Die Gruppe lief gut, viele tolle, nette Menschen kennengelernt in dem Peloton. Super viel Spaß gemacht, die Pommes sind gut, also jederzeit wieder.
Ja, ihr habt gesehen, wie es uns ergangen ist bei der ersten Etappe der Tour de France. Ich hoffe, wir werden es überlebt haben. Wenn es euch gefallen hat, schaut in die anderen Videos, abonniert unseren Kanal, lasst uns ein Like da. Wir freuen uns auf jeden Fall und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, ist gut jetzt. Ihr Schweine, ihr asozialen Schweine.